herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 407. Mein Name ist René, außerdem mit dabei Frau Patricia. Hallo. Und das war's. Die anderen lassen uns kläglich im Stich, haben allerdings mehr oder weniger gute Ausreden. Also von daher sei es ihnen ausnahmsweise mal verziehen. Aber dann haben wir halt wenigstens auch mehr Platz zum Reden. Ne? Ist auch was. Ja, warum nicht, ne? Alleinunterhalter quasi. Ja gut, allein jetzt ja nicht. Also wir sind ja also, zu zweit. Wobei, Doppelunterhalter, sagen wir so. Genau. Nennen wir es einfach dynamisches Duo, da kommen wir nachher auch nochmal drauf zu sprechen, wenn wir über dieses Pokalspiel sprechen. Was eine Überleitung. Was eine Überleitung, genau. Bevor wir zu dem Thema Pokal kommen, vielleicht kurz zwei Dinge in eigener Sache. Erstens, die Technik hat letzte Woche so ein bisschen gesponnen und wollte hier komische Aussetzer produzieren. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich dachte, ich hätte es in den Griff gekriegt. Irgendwie fängt er jetzt wieder an. Also wenn zwischendrin hier Aussetzer sind, dann sage ich jetzt schon mal sorry. Ich versuche das bis nächste Woche auf jeden Fall auf die Kette zu kriegen. Und zweiter Punkt, vielen, vielen Dank an alle, die uns hier die Woche auch wieder fleißig unterstützt haben mit Feedback, mit Fragen, mit Geld. Geld ist immer eine gute Sache, vor allem, wenn man einiges davon hat. Von daher vielen, vielen Dank an all die Supporter und Supporterinnen. Der Steffen hat uns eine Hörerfrage geschickt. Da wir jetzt aber nur zu zweit sind und ich gerne die Meinung der anderen auch noch irgendwie mit dabei hätte, legen wir die einfach mal eine Woche an die Seite. Nächste Woche sind der Marvin wieder dabei, der Basti wieder dabei und der Dennis hoffentlich wieder gesund. Und dann können wir hier die Hörerfrage in voller Gänze behandeln und setzen uns jetzt lieber mit den wichtigen Dingen auseinander, nämlich dem Thema Transfers. Das ist so ein Stück weit der Grund, weswegen wir von gestern auf heute verschoben haben. Gestern kam ja die Info, dass Paciencia auf Leihbasis mit Kaufoption zu Schalke wechselt für die Saison. Können wir gleich drüber reden, ob wir das für gut empfinden oder nicht. Wir hatten so ein bisschen die Hoffnung, dass das einfach dafür sorgt, dass da noch was anderes angekündigt wird oder was anderes rauskommt. Das war zumindest so die Hoffnung und ich hätte mir auch sehr gewünscht, dass das passiert, weil die Lisa auf Twitter nämlich geschrieben hat, dass wenn wir verschieben, weil da irgendwie ein Knallertransfer kommt, dann würde sie extra für uns eine Runde Katzenfutter essen. Das hat jetzt leider nicht funktioniert. Also wir haben jetzt weder den Transfer noch ist die Lisa jetzt Katzenfutter. Ich persönlich finde das sehr, sehr schade. Absolut enttäuschend, ja. Ja, absolut enttäuschend. Vielleicht kriegen wir die Lisa überredet, das nachzuholen. Also einfach alle an @FräuleinLisa auf Twitter schreiben, dass sie das doch bitte beim vielleicht verspäteten kommenden Knallertransfer einfach nachholt. Ich fände das großartig. Genau. Aber jetzt das eigentliche Thema. Paciencia auf Leihbasis mit Kaufoptionen zu Schalke. Ich verstehe es nicht. Patricia, kannst du es mir erklären? Ja, ich glaube, wir sind uns da relativ einig in der Meinung. Ich finde es auch, also ich finde es erstmal, es ist ja jetzt eine komplett subjektive Sicht, ich mag ihn halt sehr gerne als Typ so. Ich glaube, es ist ein richtig guter Typ, der ist lustig, der versteht sich irgendwie auch gefühlt mit jedem. Ja. Ich mag den sehr gerne, sportlich ist eine andere Sache. Ich meine, ja, so viele Spiele hat er dann jetzt nicht gemacht, von Anfang an sowieso nicht. Aber ich finde halt, auch, dass er wichtig für die Kabine sein könnte, war bestimmt einfach, weil wir jetzt auch Spieler verloren haben, wie Fernandes, De Guzman, die alle Russ, der ja in auch die Richtung gegangen sind. Genau. Und deswegen finde ich das jetzt halt ein bisschen, klar, es ist jetzt nicht, dass die ganze Kabine von ihm abhängt, aber es ist halt trotzdem ein Charakter, der geht. Auch zusammen mit Chandler im Duo ja unschlagbar. Ja, und ich finde es halt vor allem irgendwie ein bisschen, ja, sagen wir mal, komisch, dass du Schalke so ein bisschen bei ihrem Stürmerproblem hilfst, weil Schalke ist ja auch direkter Konkurrent, würde ich jetzt mal sagen. Ja, das kommt noch hinzu, was ich da irgendwie an dieser Nummer nicht verstehe. Also wie du schon sagst, sehe ich halt auch so, er ist ein lustiger Typ, der halt auch einfach, glaube ich, wirklich da Stimmung reinbringt. Ja, er hat nicht so viele Spiele von Anfang an gemacht, aber wenn er eingewechselt wurde, er hat halt für mich wirklich so diesen Charakter eines Jokers. Also ja, das stimmt schon. Und man kann ihm jetzt auch nicht vorwerfen, dass er, also es war jetzt nicht so ein Spieler, der sagt, oh ja, ich wurde eingewechselt, aber ihr könnt mich mal, die 10 Minuten gebe ich jetzt auch nicht alles. Also er war halt der hat schon Bock, wenn der auf Platz steht. Und zum Teil war der übermotiviert, zum Teil ist er auch irgendwie ein bisschen,
ja, quer übers Feld gelaufen. Man wusste nicht genau, wo will er hin, was macht er. Aber tatsächlich hat er ja dann auch ein paar wichtige Tore gemacht und irgendwie nochmal Schwung reingebracht, zumindest halt diese typischen Joker-Aufgaben erfüllt. Deswegen finde ich es auch ein bisschen komisch. Und es ist ja auch nicht so, dass wir irgendwie 200 Stürmer im Kader haben. Also wen haben wir denn? Wir haben Silva, über den wir gleich noch reden. Wir haben Dost. Wir haben Ache. Jovelic ist ja schon verliehen. Also wir haben drei nominelle Stürmer. Vielleicht noch Kamada, der ja eigentlich auch so Mittelstürmerrolle irgendwie spielen kann. Aber lassen wir den mal außen vor. Also wir haben jetzt dann noch drei Stürmer. Wenn du für ein Zweistürmer-System auf ein Zweistürmer-System gehst, wären mir drei halt definitiv zu wenig. Ich finde auch, also klar, du hast noch Jugendspieler, aber da gehen wir mal stark davon aus, dass die keinen Einsatz finden, wenn es auch für Kamada und vor allem für Jovelic nicht gereicht hat jetzt nochmal. Ja. Deswegen können wir jetzt können wir von drei Stürmern ausgehen, so. Finde ich tatsächlich ein bisschen wenig, wenn man davon ausgehen muss, dass sich Dost auch hin und wieder mal verletzt. Also das hoffen wir es nicht, aber weißt du jetzt nicht, dass es in der Vergangenheit sicher gewesen wäre, dass er stabil ist. So. Es muss ja nicht mal verletzt sein. Du weißt ja nicht, wie viele, er sagt zwar, er wäre fit, aber für wie viele Spiele in Folge kann er halt wirklich konstante Leistung bringen. Also du musst ja schon davon ausgehen, dass er vielleicht nach einer gewissen Anzahl von Spielen einfach sagt, ey, ich brauche mal eine Nummer Pause. Und Ache spielt das erste Jahr in der Bundesliga. Das ist zwar ein toller Typ und ich erhoffe mir tatsächlich von dem auch so die ein oder andere Aktion, aber das ist das erste Jahr Bundesliga und ich finde, wir können von ihm nicht erwarten, dass er im ersten Jahr Bundesliga gleich irgendwie 15 Tore beisteuert. Nee, die Last kann man ihm, finde ich, auch nicht so auf die Schultern legen. Klar, er ist gekommen zu einem Bundesligisten und er will bestimmt auch spielen. Aber man kann jetzt nicht erwarten, dass er der Heilsbringer ist in dem Alter. Ja, und Silva ist das Gleiche. Es ist jetzt auch nicht so, dass er immer topfit war. Also der hat auch seine Wehwehchen am Fuß mal ein paar Wochen. Und das kann halt immer passieren. Das passiert dem besten, fittesten Spieler. Und da wir wissen, dass Dost halt nicht der fitteste ist, aus Erfahrung, und Silva halt auch schon seine Problemchen hatte, finde ich das ein bisschen gewagt. Ich hoffe halt jetzt einfach, dass da noch was kommt, weil ich weiß halt nicht, die Eintracht würde ja jetzt nicht, ich schätze jetzt nicht für so dumm ein, die Verantwortlichen, dass sie sagen, okay, wir geben Paciencia zu einem Konkurrenten, haben aber selbst kaum noch Stürmer, aber ist ja egal. Ich glaube nicht, dass sie da so rangehen. Das heißt, irgendwas muss uns da ja hoffentlich noch erwarten und ja, ich weiß nicht, bin auch ein bisschen sauer auf die Eintracht, dass sie Paciencia weggegeben haben, deswegen müssen die es jetzt irgendwie wieder gut machen. Und ich warte. Ja, weil der Leon das gerade hier im Chat schreibt, ja, die Eintracht ist kein Verein, der Spielern in der Situation Steine in den Weg legt. Ich glaube, das ist auch nicht unser Kritikpunkt. Es macht nur in der Konstellation aktuell, ohne dass halt was nachkommt, aus unserer Sicht keinen Sinn, weil irgendwas müsste da halt jetzt irgendwie noch kommen. Ja, also das ist so ein bisschen der Punkt. Es ist ja nicht so ganz rund irgendwie gerade. Genau, also es ist ja keine Frage, ich gönne das auch Paciencia, dass er vielleicht einen Verein findet, wo er mehr Einsatzzeiten bekommt. Das gönnt man ja jedem Spieler eigentlich. Für seine Karriere auch verständlich, dass er da irgendwie eine Veränderung sucht. Ja. Aus unserer Sicht halt nicht so verständlich. Deswegen, ja, hoffentlich kommt noch was, weil ich weiß nicht, das wird ja jetzt, klar, Kamada hat jetzt den Vertrag verlängert, aber ist ja kein Stürmer, ne? Also ist kein Stürmer. Also ich sag mal, ist immerhin wichtig, dass wir jetzt diese Vertragsverlängerung in der Tasche haben. Es war ja so, dass wir da ja schon seit ein paar Wochen immer so ein bisschen drauf rumgekaut haben, dass so ein bisschen da ja immer so, ich zitiere jetzt irgendwie ungern oder ich möchte jetzt ungern auf die Kollegen von 93 verweisen, aber das war so ein bisschen der Vorwurf, in Anführungszeichen, der da mitten im Raum stand, also der Elefantenvorwurf, whatever, wie wir es nennen wollen. Das Thema ist jetzt durch, hing ja anscheinend auch so ein bisschen mit der Vertragsverlängerung von Hütter zusammen, dass die sich so gegenseitig so ein bisschen davon abgehalten haben. Also ich finde das extrem wichtig, bis 23, 24, den Vertrag da jetzt mit Kamada verlängert zu haben, weil ich glaube schon, dass der einfach auch noch Steigerungspotenzial hat und da einfach jetzt mal diese Sicherheit zu haben, aber trotzdem muss da halt irgendwie noch was passieren, ja? Absolut, es ist halt, also Kamada ist ja mehr so das Ding, wir haben jetzt Gacinovic abgegeben,
jetzt haben wir halt Kamada fest und verlängert quasi. Ja. Das ist halt für mich so dieses Ding, dass ich sage, okay, gut, wir haben jetzt Gacinovic nicht mehr, aber dafür haben wir Kamada und vielleicht geht er den nächsten Schritt und wird zum Leistungsträger. Ja, aber auch dann. Das ist die Hoffnung und aber für den Sturm, es ändert ja nichts an der Sache, dass wir halt drei Stürmer haben, von denen einer letzte Saison dauerverletzt war. Ja, eigentlich hast du aus meiner Sicht jetzt auf diesem Dreieck, nämlich Stürmer, Rechtsaußen, ZOM, hast du entweder jemanden, der halt quasi Plan A ist, also Stürmer, Silva, Schrägstrich, Dost, ZOM, Kamada. Für manche Positionen rechts außen hast du aus meiner Sicht momentan noch nicht mal unbedingt Plan A. Du hast aber auch gerade für den ZOM gerade keinen Plan B. Was ist, wenn Kamada jetzt mal auf Holz klopfen, sich verletzt, gelbe Karte, whatever, oder auch einfach mal sagt, ey, ich habe jetzt hier 20 Spiele in den Knochen, ich hätte jetzt gerne auch mal irgendwie eine Pause. Immer ein bisschen rotieren musst du ja auch. Wir werden ja irgendwann auch in englische Wochen oder irgendwas reinlaufen. Wir hätten jetzt auch kein Backup für die ZOM-Position. Gut, Barkok hättest du Ja, noch. da wird es halt, ja, So. stimmt, tatsächlich. Okay, Aber, gut, boah, also, ja, du wenn du musst den es halt Anspruch. entweder, ja. Wenn du den Anspruch hast, da vorne irgendwie wieder reinzulaufen, weiß ich nicht. Und ob Zuba jetzt unbedingt der ZOM-Backup ist, weiß ich nicht. Der wäre für mich vielleicht schon eher so links, rechts. Also es ist für mich noch nicht so richtig klar, was für ein System und was für eine Strategie jetzt da dahinter steckt. Ja, es ist schon relativ dünn, aber ja, ich will mich jetzt da auch noch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Wir wissen ja, dass das Transferfenster oft dann auch noch mal ins Rollen kommt, so gegen Ende. Und es neigt sich ja jetzt so ganz, ganz langsam nach einer langen, langen Zeit dem Ende zu. Vielleicht geht es jetzt auch Schlag auf Schlag. Es hieß ja wohl aus diversen Medien, ich weiß gar nicht mehr, wo das genau stand, dass Bobic ja meinte, er arbeitet an 8 Personalien. Gut, dass er jetzt nicht an 8 Verpflichtungen arbeitet, sondern auch an Abgängen und an Leihen und Vertragsverlängerungen. Okay. Vertragsverlängerung, genau. Aber trotzdem weiß man zumindest, okay, er ist dran, er hat und 8 Spieler. Ich weiß gar nicht, wer das dann alles sein soll. Also da kann schon sein, dass Ja, er da wunderbar, irgendwie gerade. davon haben wir da jetzt schon einige weg. Machen wir doch die Liste mal auf. Wir haben, jetzt nehmen wir mal ganz von vorne, wir haben Jovellic verliehen, wäre eins. Wir haben Paciencia verliehen, wäre die zwei. Wir haben die Kamada-Vertragsverlängerung, wäre die drei. Ich weiß Wir nicht, haben, war die Zuba-Thematik, war die da schon mit drin? Hat er das davor gesagt? ich glaube, nachdem er da war. Okay, Also ich glaube, Zuber zählt nicht dann mehr. müssten wir Jovellic aber auch rausnehmen, weil der war ja auch davor. Ja. Okay, dann haben wir zwei. Ja, Silva Kamada und Rebic-Ding. dann haben wir Silva und Rebic, da sprechen wir gleich nochmal kurz drüber, sind vier. Dann okay, vielleicht dieses, der im Raum stand, Rustic. Vielleicht ist da irgendwie noch, der arbeitet dran, ob das jetzt zustande kommt oder nicht, ist eine andere Sache, aber dass Genau. es Kontakt gab, ist ja bestätigt. Das hatte der Spieler ja Wäre dann selbst Nummer bestätigt. 5. Der hatte ja gesagt, dass er so zwischen uns und Köln irgendwie hin und her ist. Köln hat ja jetzt anscheinend hier den, du hattest es im Vorgespräch gesagt, hier den hier Einen Griechen, Dimitrios Limnios oder irgendwie so sowas von von, ich Saloniki. glaube, es ist Genau. Thessaloniki, bin ich sicher. Genau, der ja irgendwie nicht zum Medizintest einreisen darf wegen fehlendem Corona-Test, was auch schon wieder so eine Nummer an sich ist, aber okay, Genau, das aber wäre dann noch prinzipiell der. sind sich beide Seiten ja einig. Also das könnte, das heißt dann, Rustic muss sich nicht mehr entscheiden zwischen Köln und Frankfurt, weil nur noch Frankfurt überbleibt. Korrekt. Sollte das alles klappen? Korrekt. So, und dann ist ja noch so ein bisschen gerüchtet, verletzt das Thema mit Hannover. Ah, ne, der war da durch. Willems. Willems, Fallett, genau. Also der hat jetzt auch irgendwie kryptische Insta- und Twitter-Posts rausgehauen. Von wegen on my way und ja, texting them, I'm coming und irgendwie sowas. Keine Ahnung. Ja, dann ist noch eine, da haben wir schon 7 Personalien. Sieben, dann fehlt noch eine. Ja, So. das ist der Top-Stürmer, der noch kommt. Der Top-Stürmer oder irgendeiner dahinter? Also mich lässt Ja, diese Götze-Thematik ja nach wie ZOM. vor nicht los. Fände ich. Ja, also kann man ja noch mal ein bisschen hoffen. Ja, aber da wird auf jeden Fall noch was passieren. Also einer fehlt uns in der Richtung auf jeden Fall noch. Und irgendwas in Richtung Ja. Stürmer fände ich halt auch mehr als notwendig, weil wenn wir wirklich auf so ein festes Zwei-Stürmer-System gehen, sind mir die drei
ernsthaft zu wenig. Ja, und ich mache halt auch wieder ein großes Fass auf bei diesen ganzen Transfersachen, weil ich persönlich wünsche mir ja nicht nur, wenn wir jetzt Paciencia weggegeben haben, irgendwie was für den Sturm und auch fürs ZOM und auch für rechts außen. Ich weiß nicht, wir kommen vielleicht später dazu, weiß nicht, wie es geplant ist, aber Ndika hat sich ja jetzt auch verletzt und ja, Innenverteidigung stimmt. Hatten wir ja damals schon mal geredet, dass es ohnehin sehr eng ist. Zumal wir ja wissen, dass Abraham im Winter geht und Tuta ja noch so ein bisschen auch Wundertüte ist. Also von daher. Und Hasebe nicht mehr jedes Spiel machen kann und wird. Ja. Ja. Das ist auch noch so eine Geschichte. Das heißt, wir haben da einige Fragezeichen, was die Abwehr betrifft. Auch da ist dann so eine Position, wo ich mir sage, eventuell, also es drängt jetzt nicht unmittelbar, aber eventuell wäre es zumindest Richtung Winter hin dann schon wichtig, sich mal umzuschauen, weil, ja. Und das alles in Corona-Zeiten, wo der Transfermarkt sowieso ein bisschen kaputt ist. Wollte ich gerade sagen, da hast du eh hier diesen komisch verrückten Transfermarkt. Du kannst sowieso irgendwie weder für die Abgänge noch die Kohle bekommen, noch kriegst du vielleicht irgendwie die Spieler, die du haben willst, weil sie jetzt auch nicht unbedingt irgendwie gerade großartig angeboten werden. Und auf die Winzer-Transferphase will ich halt eigentlich auch nicht gehen, weil die ist sowieso doppelt kaputt. Erstens, weil da ja noch weniger an Spielern tatsächlich irgendwie auf dem Markt ist. Und du hast ja auch die Thematik, dass ja auch die tatsächliche Winterpause auch extrem kurz ist. Also wir haben ja das nächste Spiel am 2. Januar schon wieder, 2., 3. Januar. Also da halt jemanden zu verpflichten, der dann halt auch irgendwie null Vorbereitung mit dem Team hat, boah, also da wäre ich jetzt auch nicht so wahnsinnig begeistert von. Ja, tatsächlich. Also das ist alles sehr schwierig momentan. Yes. Und ich habe mich jetzt auch, also vor allem dieses ganze Gedankenkarussell kam halt mit diesem Paciencia-Laie mit Kaufoption-Deal. Weil halt auf einmal diese Sturmbaustelle doch nochmal aufgemacht wurde, obwohl ich eigentlich die schon so ein bisschen zur Seite gelegt hatte, weil ich mir dachte, gut, du hast Silva und Dost dahinter, Paciencia und Ache, das passt schon erstmal so. Ja. Jetzt passt das nicht mehr so, deswegen mal sehen. Also keine Ahnung, mir bleibt ja jetzt nicht viel, außer da abzuwarten und zu hoffen, dass irgendwas passiert. Aber dass die Eintracht irgendwie ihre Pläne offenlegt und uns zeigt, hey, das war der Plan dahinter und macht euch keine Sorgen, wir haben es im Griff, das würde mich sehr beruhigen. Ja, schauen wir mal. Also wie gesagt, unsere Hoffnung war, dass da heute irgendwie noch groß was verkündet wird. Bislang ist das nicht der Fall. Ich gucke immer so ein bisschen nebenbei, aber so richtig scheint da noch nicht was ins Rollen zu kommen. Wahrscheinlich warten die einfach, bis wir hier mit der Aufnahme tatsächlich durch sind, um dann hier irgendwie groß irgendwas rauszuhauen. Das würde ich ihnen dann persönlich aber auch ein bisschen übel nehmen, ehrlicherweise. Ja, das wird sein. Aber schauen wir mal. Ja, und dann haben wir noch dieses andere Thema. Du hattest es gerade eben schon kurz angedeutet. Wir haben noch die Thematik mit Silva und Rebic. Schade, dass Basti jetzt heute nicht konnte. Der hätte da sicherlich auch noch die ein oder andere Träne verdrückt. Aber so hoffe ich einfach fest drauf, dass du ganz viel weinen wirst gleich. Die Eintracht hat letzte Woche am Donnerstag auch relativ spät bekannt gegeben, dass Silva fest verpflichtet wurde. Und damit war es ja eigentlich schon klar, dass auch irgendwas mit Rebic passieren muss. Zum einen, weil man ja entweder hätte den Vertrag verlängern müssen, um irgendwie nochmal Laie hinten dran zu hängen. Auf der anderen Seite, wir aber ja auch Geld brauchen, um Silva zu bezahlen, weil die lassen den ja auch nicht nur mit gutem Glauben gehen. Von daher war ja klar, dass da irgendwas passieren musste. Und so wurde es ja dann auch Samstag nach dem Pokalspiel bekannt gegeben, dass Ante Rebic jetzt einfach fest auch zu Milan wechselt. So richtig über die Modalitäten ist jetzt nichts bekannt geworden. Man kann aber eigentlich davon ausgehen, dass die Ablöse jetzt nicht so wahnsinnig hoch ausgefallen sein wird, sondern stattdessen irgendwelche Sonderzahlungen, whatever, laufen, weil ja an der Rebic-Ablöse noch Florenz dranhängt, die im Zweifelsfall da 50% kassieren. Also da wird man sich einen schicken Taschenspielertrick wahrscheinlich überlegt haben, der dafür sorgt, dass beide Vereine da eigentlich ganz zufrieden mit sind und Florenz wahrscheinlich jetzt einen ordentlichen Hals schiebt. Ja, gerüchtet wurde ja, dass AC Milan quasi Rebic
umsonst bekommen hat, also im Tausch gegen Silver, und wir dann, glaube ich, noch 9 Millionen hingelegt haben. Oder ja genau, das war irgendwie so. Gerüchte, das wurde gerüchtet, wäre halt für Florenz, wär ein frecher Move, sage ich mal. Aber verständlich aus Eintracht und Milan-Sicht dann, ne? Also ja. Uns kann es ja egal sein in dem Sinne. Die feine Art ist es vielleicht nicht, aber hey, warum nicht? Das ist auch so ein Thema. Ich bin traurig tatsächlich. Ich kann das vielleicht nicht ganz so zum Ausdruck bringen wie Basti, aber Rebic war schon so ein Spieler. Ja, ich weiß nicht. Das war, glaube ich, wenn das nicht sogar mein Lieblingsspieler meiner ganzen Eintracht-Zeit ist, die ja jetzt noch nicht so lange ist, seit Anfang der 2000er, aber schon auch. Das hat schon wehgetan, weil eigentlich man wusste es ja, dass das so kommen wird. Wir hatten ja diesen Silver-Tausch-Deal per Laie und du wusstest, okay, 2 Jahre und dann wird das vermutlich, wenn beide irgendwie einigermaßen zufrieden sind, auch in einem Kauf münden. Als es dann schwarz auf weiß verkündet wurde, so auf Twitter mit diesen ganzen Abschiedsvideos und ach, danke für die tolle Zeit, das zerreißt dann halt schon auch trotzdem nochmal das Herz, obwohl man eigentlich schon dachte, gut, ich habe die schlimmste Phase überstanden, er ist jetzt nicht mehr bei uns. Sprecht mich nicht drauf an, aber ne, ich kann damit umgehen. In dem Moment hat das dann halt schon doch nochmal so einen Stich versetzt und ja. Es war irgendwie so dieser Abschied auf Raten. Also es hat sich irgendwie lange angekündigt, irgendwie, man hatte jetzt ein gutes Jahr Zeit, sich darauf vorzubereiten. Und trotzdem, und da geht es mir sehr ähnlich, ich habe mich sehr gefreut, als diese Silver-Verpflichtung, wie gesagt, bekannt gegeben wurde. Und eigentlich war es einem auch wirklich klar, dass da irgendwas kommen muss. Aber ich habe es komplett 2 Tage ignoriert. Habe so getan, als wenn das nie irgendwann kommen würde. Und als dann Samstagabend das kam, war ich dann schon so, boah, fiese Nummer. Ja. Es ist halt, man wusste ja auch schon alleine, als Silver bekannt gegeben wurde mit Festverpflichtung. Da wusstest du ja schon, okay, die ziehen dann jetzt Rebic nach. Ja, das ist klar. Aber du verdrängst das so, ja. Und auch so wirklich freuen. Also ich habe mich gefreut über die Silver-Verpflichtung, weil ich es richtig gut finde. Dazu komme ich dann auch gleich noch, wenn ich fertig bin mit meinem Herzschmerz. Aber ja, das war irgendwie so eine gedämpfte Freude, weil du wusstest, okay, gleich hauen die mir aber so diesen Dolch ins Herz. Mit, ja, Rebic geht übrigens auch. Und wir wussten es alle, aber ja, es war nicht schön. Aber okay, gut. Man muss Abstriche machen. Und immerhin haben wir jetzt Silver. Ich versuche das auch gerade hier so intern. Habe ich schon meinen Silver-Hype aufgebaut. Weil also sagen wir irgendwie mal so, muss wir, ich mich ja jetzt... Wir stellen uns damit ja nicht schlecht. Also Silver ist ja echt ein guter Stürmer. Ich glaube, der kann tatsächlich auch noch ein bisschen mehr am Ball als Rebic. Also wir haben da definitiv keinen schlechten Deal mitgemacht. Es ist nur halt trotzdem so, dass man einfach Rebic ja unweigerlich mit dieser ganzen Geschichte, mit dem Pokal und so weiter verbindet, mit schönen Geschichten und so. Und es ist halt auch einfach ein Typ. Aber ich kann ihn natürlich auch verstehen. Für ihn ist das dann auch der nächste Schritt, bei so einem Verein in Italien zu spielen. Auch jetzt vielleicht nochmal ein Jahr allein neben Ibrahimovic zu spielen, ist wahrscheinlich auch nochmal so eine Nummer, die dazukommt. Also es ist schon irgendwie nachvollziehbar, aber trotzdem, es schmerzt halt schon. Ja, das auf jeden Fall. Aber wie du schon sagtest, Silva ist kein schlechter Deal. Das ist auch, finde ich, immer noch einer der Spieler, die letzten Jahre halt so ein bisschen underrated gewesen, einfach weil er bei Milan keine gute Zeit hatte. Auch bei Sevilla war das ja jetzt nicht, also hatte es nicht so gut geklappt. Bei Porto war er richtig gut, als er angefangen hat, damals, Jahre bevor diese ganze Milan-Geschichte auch war. Deswegen, ich weiß nicht, der hat halt schon echt gutes Potenzial. Er ist vor allen Dingen noch nicht alt. Er ist jetzt nicht mehr, sagen wir, nicht mehr ein Top-Talent so. Er ist jetzt schon ein gestandener Fußballspieler, aber mit Mitte 20 noch lang nicht alt. Und ich glaube, da kann noch was kommen. Also das ist vom Potenzial her echt ein richtig guter Spieler. Und wenn man mir gesagt hätte, das habe ich gleich schon öfter gesagt, vor ein paar Jahren, hey, Eintracht Frankfurt verpflichtet André Silva, hätte ich erstmal gefragt, ja, den André Silva, weil wenn ja, wie soll das denn funktionieren? Das ist schon etablierter Spieler im europäischen Fußball, wenn auch in der Tiefphase gerade, aber nichtsdestotrotz ist das halt ein Name und eine Nummer auch. Also, dass man den jetzt im Kader hat, ist schon nicht so schlecht und ich weiß nicht, also gefällt mir auch sehr gut und ich freue mich tatsächlich drauf, dass er jetzt hier ist und hat sich ja auch so langsam eingefunden zuletzt.
Und ich freue mich drauf, was kommt. Ich habe ja, wie gesagt, zu Hause schon meinen Silver Hype Train gestartet, so ein bisschen. Mal sehen, wie sieht denn der Silver Hype Train im Hause Patricia aus? Ich habe schon begonnen, in der Kickbase-Liga jetzt Silver für mehrere Millionen über Marktwert zu kaufen, einfach weil ich ihn unbedingt in meinem Team haben wollte. Ich habe gesagt, der startet diese Saison durch und ihr werdet keine Chance haben, wenn ich den Stürmer habe, der so viele Punkte machen wird. Ja, ja, ich rede mich da so ein bisschen rein. Ich hoffe, ich werde nicht enttäuscht. Ja. Aber irgendwie muss man sich ja jetzt auch emotional mal einigermaßen von Rebic abkoppeln, auch wenn das nie vollständig passieren wird, ja, und sich auf andere Dinge im Team freuen. Und deswegen, der Silver Hype Train startet jetzt hier, ja, offiziell. Ich bin ja seit letztem Jahr nicht mehr Team Kickbase, sondern Team Matchday, weil mich Kickbase irgendwann genervt hat. Aber ich habe tatsächlich auch Silver in meiner aktuellen Elf für den ersten Spieltag, genauso wie Kamada und Trapp und Paciencia sitzt bei mir auch noch auf der Bank. Kamada habe ich auch tatsächlich. Ja. Das war, ja, Zuba hatte ich auch, der wurde mir zugeteilt, aber ja, gut, mal sehen, was da noch passiert. Man kann nicht alles haben, ne? Eben. Und mein Sturmduo sind Silva und Mateta. Ich glaube, das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Du kopierst schon auch irgendwie so ein bisschen meine Elf, oder? Also ich habe im Sturm Silva, Dabur und Mateta. Das ist irgendwie... Irgendwas läuft hier. Ich merke schon... Oder wir haben einfach beide ganz viel oder ganz wenig Ahnung. Also ja, wir wissen schon mal, das weiß ich nicht. Unsere Saison wird ähnlich verlaufen wahrscheinlich. Ja gut, dann ist ja hier nochmal ein bisschen anders. Die Spieler sind ja immer nur für ein paar Spieltage da und dann fliegen die ja wieder raus. Das ist ja ein anderes Spiel. Ah ja, okay. Wen hast du denn im Mittelfeld da noch stehen neben Kamada? Das interessiert mich jetzt gerade. Ich habe das Mittelfeld tatsächlich noch nicht so ausgebaut, wie ich gerne wollte. Also ich habe Schlager von Wolfsburg. Zuba steht da momentan noch. Ja. Ich suche aber eine Alternative und ich suche vor allen Dingen noch eine Alternative zu Traoré von Gladbach, weil das jetzt nicht so besonders der Stammspieler ist. Ja. Also mein Mittelfeld ist noch dünn besiedelt, aber okay. Schlager und Kamada sind so der Kern. Ja, ich weiß auch nicht, ich habe da so zwei unbedeutende Spieler da in meiner ersten Elf stehen, Thiago und Goretzka, ich weiß nicht. Kenne ich nicht, aber ja. Könnte jetzt nicht so viele Punkte geben, sollen irgendwelche talentierten Nachwuchsspieler sein. Ja. Wird schon klappen. Wird Mach schon, dir mal keine wird Sorgen. Schon, ich glaube, die klappen. Kommen. Ja. Genau. Ja, dann müssen wir uns jetzt irgendwie damit zurechtfinden, dass einfach Silva dieses Jahr massenweise Tore schießt. Und ja, hat ja einen, ich mein, einen wunderbaren Sturmpartner mit Dost. Das kann ja eigentlich nur gut gehen. Ja, also jetzt zuletzt, ne? Die kommen auch beide. Die kommen finden auch beide. Zueinander. Das wird ein ikonisches Duo. Ja. Damit sind wir jetzt unweigerlich bei dem Thema Pokal angekommen, über das wir jetzt hier reden müssen. Beide angesprochenen Ikonen treffen tatsächlich. Silva nach Vorlage von Dost und Dost nach Vorlage von Silva. Relativ spät tatsächlich erst im Spiel, dafür, dass man ja gegen einen Gegner spielt, der zwei Klassen unter einem ist. Dafür fand ich das Spiel am Anfang schon arg zäh. Es war sehr zäh. Also ich muss zugeben, ich habe nicht alles ganz mitbekommen, weil ich auf einem Familiengeburtstag war. Und ich habe das so auf dem iPad angemacht, so ein bisschen nebenher geschaut. Die erste Halbzeit auch noch einigermaßen mitbekommen, die ja dann sehr zäh war. Also es ist ja 0-0 in die Halbzeit gegangen. Hin und wieder hatte ich auch irgendwie einen halben Herzinfarkt, weil es dann doch einige Pfosten- und Lattentreffer von München, also hier von 1860 gab. Ja. Ja, und Trapp hat das dann ja noch ganz gut gerettet, auch hin und wieder. Aber umgekehrt ja auch. Die Eintracht hat dann ihre Chancen auch nicht so genutzt, wie das sein sollte. Und die zweite Halbzeit habe ich dann tatsächlich nicht mehr gesehen. Habe dann nur irgendwie irgendwann auf dem Ticker gesehen, es steht jetzt 2-0 für die Eintracht. Da war ich sehr froh drüber. Aber ja, also ich habe da, wie gesagt, die Zusammenfassung gesehen. Die Tore waren ja auch, ja, ansehnlich, würde ich sagen. Also, was die will man mehr, Tore? wenn die beiden Stürmer sich verstehen und gut zusammen funktionieren, erfreut das einen natürlich.
Also aber die Tore waren schon einwandfrei. Schon steinig, ne? Ja, ja, die Tore waren schon einwandfrei. Wenn du allein siehst, wie Dost das Ding nochmal dann da ablegt und Silva das Ding halt per Kopf dann reinschiebt und auch die Flanke, die von Silva dann da kam, die Dost dann da halt einfach über die Linie drückt. Also es hat schon sehr gut an der Stelle funktioniert, aber es waren halt auch so ein paar Sachen dabei, wo du halt echt gemerkt hast, so richtig im Flow sind wir noch nicht. Du hast ja gerade eben angesprochen, die Latten- und Aluminium-Dinger. Dann gab es ja noch diese Kopfball-Rückgabe, die Trapp dann da noch von der Linie kratzt, wo er auch irgendwie, ich glaube Abraham war es, der den Ball einfach nur irgendwie zurückklatschen lassen wollte per Kopf und da es dann nochmal irgendwie sehr spannend macht. Und dieser Elfmeter war ja auch eigentlich maximal unnötig an dieser Stelle, den hätte man ja auch von vornherein irgendwie verhindern können. Also, das ja, war schon also nicht so das Gelbe vom Ei. Ich würde es jetzt mal als klassischen Arbeitssieg klassifizieren, also verlieren darfst du das Ding eigentlich auf gar keinen Fall, dann ist deine Saison schon fast irgendwie gelaufen. Aber so richtig, na. Ja, es ist halt das, was wir uns auch letzte Woche ja irgendwie ein bisschen schon herbeigeredet haben. Also wir haben ja schon gesagt, das wird wahrscheinlich irgendwie nicht das Glanzspiel, was ja, man vielleicht erwarten könnte, wenn du gegen den Gegner spielst, der zwei Ligen unter dir ist. Aber man hat ja schon diese Vorahnung, so erste Pokalrunde und irgendwie läuft alles noch nicht so ganz, dann kann es schon auch manchmal holprig werden. Und so ist es dann auch eingetreten, dass du dann am Ende halt gewinnst, ist Pflicht, aber auch man ist trotzdem erleichtert und froh, weil man sich denkt, gut, hätte auch anders ausgehen können. Liebe Grüße an die Hertha. Boah, das hat mich dann kann Basti jetzt froh sein, dass er nicht hier ist. Also das nervt mich ja doch noch. Da höre ich ein einziges Mal wieder auf die Jungs hier vom Wettbrötchen und setz auf die Hertha. Ich hab das am Abend total vergessen, hab da drauf geguckt, ach, wer spielt denn heute? Und da dachte ich so, ach, Braunschweig gegen die Hertha. Ach, eigentlich müsstest du jetzt auf Braunschweig setzen, die hauen die bestimmt irgendwie weg. Und hab dann festgestellt, na, ich habe ja schon Geld auf die Hertha gesetzt und dann fiel mir das wieder ein, ich dachte, komm, vielleicht haben die Jungs ja recht. Ein Scheißdreck haben die! Ja, das... Also ich freue mich dafür, dass Braunschweig da weitergekommen ist. Aber die 2,50 Euro, Basti, die kriege ich wieder. Ich merke schon, da ist noch Gesprächsstoff. Da ist Gesprächsstoff. Da ist noch was offen. Ja, definitiv. Das war auch absolut absurd, dieses Spiel nur. Ich weiß auch nicht so recht. Aber gut, wir sind ja nicht die Instanz, die jetzt hier über die Hertha urteilen sollte. Aber gut, freut mich. Ich wollte auch nicht, als es am Freitagabend passiert ist, zu viel Schadenfreude oder so ablassen, weil ich mir dachte, okay, Karma holt uns am Ende noch ein. Ja. Ist ja alles gut gegangen, also jetzt kann man ja vorerst erstmal frei sich von der Seele reden, was man dazu sagt. Das ist korrekt. Ja, ich glaube, mehr brauchen wir jetzt auch zu dem Pokalspiel jetzt nicht mehr großartig zu sagen. Es war am Ende ja, dann... Man kann nicht viel interpretieren. Ne? Das ist halt wieder die typische erste Runde Pokal. Kannst du jetzt nicht übertragen. Es ist schön, dass die Stürmer treffen. Freut mich. Ist fürs Selbstbewusstsein sicherlich nicht schlecht. Keine Ahnung. Ich will es nicht überbewerten. Ich will nicht sagen, wir haben jetzt das krasseste Sturmduo der Liga. Ich will aber auch nicht. Also ich finde es, manchmal kommt mir das ein bisschen... Geht mir so ein bisschen unter, dass Leute halt ständig sagen, hier Dost ist zu nichts zu gebrauchen, weil ja, offensichtlich kann er es ja. Und offensichtlich kann es funktionieren und ich will da jetzt nicht von Anfang an einen Spieler runterziehen. Und ich meine, du hast den Stürmer, er ist aufgestellt, er hat eine Vorlage und ein Tor gemacht, was willst du jetzt mehr? Also das ist ja, er hat ja seinen Job gemacht. Und wenn er das so weiterhin macht, sind wir alle zufrieden. Genau, das ist der Punkt. Also ich gehöre ja auch zu denen, die ihn vermutlich einfach auch überkritisch sehen, was vielleicht auch gar nicht angebracht ist. Aber aufgrund, vielleicht ist es auch unfair, aber ich kann halt einfach nicht anders der letzten Saison, ja, er hat jetzt getroffen und er hat die Vorlage gemacht, aber dran glauben, dass er das jetzt die nächsten zwei Spiele fortsetzen kann, das tue ich noch nicht. Ja, ich bin auch skeptisch, ob das denn weiterhin konstant fortgeführt wird. Da ist es so, es ist sogar mehr als skeptisch. Also irgendwie habe ich da so ein Gefühl, dass es nicht passieren wird. Also der Dost-Hype-Train ist hier nicht gestartet, aber trotzdem, ja, finde ich, ist es zum Teil auch ein bisschen überkritisch, weil ich meine, er hat seinen Job gemacht jetzt in einem Spiel, gibt ihm das so. Und vielleicht überzeugt er uns ja von
von was anderem, als wir alle gedacht haben. So. Ich bin auch noch nicht komplett überzeugt, aber man muss es ja jetzt auch irgendwie hoffen in der Situation. Ich meine, es ist halt unser zweiter Stürmer und wir spielen mit zwei Stürmern. Also. Genau. So. Ja. Ache war ja nicht im Kader, weil er, ich glaube, so ein bisschen erkältet war oder irgendwas. Es war also eher eine Vorsichtsmaßnahme, dass er nicht im Kader war. Aber gut, wäre wahrscheinlich auch, wobei es wäre eine gute Option gewesen, ihn dann einfach auch nochmal einzuwechseln, um nochmal ein bisschen Spielpraxis zu kriegen. Aber gut, war dann jetzt nicht drin. Wir sind auf jeden Fall noch. Es wurde ja auch gerüchtet, dass Dost geht, ne? Also, dass es da Interessenten gibt. Ja, was habe ich als letztes gelesen? Tottenham. Ich weiß zwar nicht, was ja, Tottenham ist. Ja, das habe ich auch gelesen. Jetzt also, aber Tottenham hat sicherlich irgendwie ein Problem in der Liga und die müssen sich da irgendwie ganz viel beweisen, auch nachdem so Vereine wie Chelsea ja jetzt irgendwie hier die große Einkaufstour gestartet haben. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Dost nochmal irgendwie ein geiles Jahr irgendwie hinlegt. Aber trotzdem, das Niveau für Tottenham, to be honest, nee, hat ja, er nicht. Ja, ich fand das auch sehr, sehr absurd. Vor allem hat sich ja hier Mourinho auch mal ausgelassen, dass seine Spieler so faul sind. Und ich weiß halt nicht, ob Dost jetzt der Musterschüler ist. Nee. Wie gesagt, wenn jetzt so ein englischer Club oder auch irgendein anderer Club viel Geld hinlegen will. Gut, jetzt haben wir Paciencia abgegeben, deswegen glaube ich sowieso, dass jetzt das Thema erstmal aus dem... Ja. Genau, dass das Thema aus dem Weg geräumt ist. Aber sagen wir mal, das wäre nicht passiert, dann hätte ich auch gesagt, gut, also wir haben den für 7 Millionen geholt. Wenn wir jetzt nochmal 7, 8 für ihn bekommen, ist es vielleicht gar nicht so dumm jetzt, weil irgendwie in 1, 2 Jahren wird er dann auch gar nichts mehr bringen. Aber gut, das Thema ist jetzt wahrscheinlich durch diese Präsentia-Sache. Ja, würde ich vorsehen. Aber waren reichlich absurde Gerüchte dabei, finde ich. Ja. Ja, ist aber auch mal lustig zu sehen, nicht, sonst waren ja immer so Gerüchte, wo dann irgendwie angeblich die Eintracht an irgendwelchen Spielern interessiert war, wo man sich gedacht hat, liebe Leute, wo habt ihr das denn jetzt schon wieder gelesen? Jetzt ist es immer andersrum, es ist vielleicht dann auch, es ist dann mal auch ganz lustig, das einfach auch zu sehen. Ja. Endlich sind mal Leute an unseren Spielern dran, aber nicht an so Spielern, die wir absolut nicht abgeben wollen. Ja, ja. Also von daher, Tottenham, wenn ihr 15 Millionen, wir bringen dann rüber. Überhaupt kein Thema. Vielleicht wollte er auch noch Durm für, weiß nicht, 20 Millionen. Ja, der ist super. Der ist echt gut. Wir haben nur keine Verwendung, weil er ist halt auch wirklich zu gut. Das würde das Teamgefüge sprengen. Ja, der ist einfach zu gut für die Mannschaft, deswegen müssen wir ihn abgeben. Das ist richtig. Ja, aber auf jeden Fall erste Runde Pokal überstanden. Auslosung ist am 18., wenn ich das richtig im Kopf habe. Also 18. Oktober. Nächste Spielrunde wäre dann irgendwie kurz vor Weihnachten, 23. Dezember, also sehr knapp davor irgendwie. Sowieso ja, wie wir vorhin schon festgestellt haben, alles sehr eng gedrängt. Was mich ein bisschen irritiert hat, was ich aber auch irgendwie gar nicht auf dem Schirm hatte, sondern tatsächlich erst nach dem Pokalspiel gelesen habe, ist, dass das Geld, was man jetzt in der ersten Pokalrunde oder für die Teilnahme an der ersten Pokalrunde bekommt, tatsächlich auch geringer ausfällt. Die DFL hat sich nämlich entschieden, in der ersten Pokalrunde, nee, der DFB, nicht die DFL, Entschuldigung, die DFB hat sich entschieden, in der ersten Pokalrunde 20% weniger an die Vereine auszuschütten, also nur 137.000 Euro anstatt 175.000 Euro und hat sich sogar für die Folgerunden noch gar nicht entschieden, ob dann da normale Höhe oder weniger ausgeschüttet wird. Also auch da ist man jetzt so ein bisschen Corona-bedingt vorsichtig geworden. Ich vermute mal, dass das auch mit Einnahmen, Fernsehübertragungen und vermutlich auch ganz viel mit Einnahmen von durch Stadionwerbung zusammenhängt, weil bislang war ja noch keine Fans im Stadion, von daher die Wahrscheinlichkeit, da irgendwie großartige Werbedeals an Land zu ziehen, jetzt auch nicht so riesengroß. Ja, tatsächlich, ja. Ja, schauen wir mal. Also schwierig. Ist dann auch wahrscheinlich gerade für Vereine, die auf jeden Center angewiesen sind. Und da gucke ich mal so in erster Linie wahrscheinlich auch so in Richtung der Aufsteiger Bielefeld, über den wir ja dann auch gleich noch sprechen werden. Für die ist es natürlich auch wichtig oder auch für die kleineren Vereine hier so zweite, dritte Liga, da jeden Cent irgendwie mitzunehmen. Da ist das natürlich dann nochmal so ein zusätzlicher Downer, wenn du mal eben auf knapp 40.000 Euro pro Runde vielleicht da verzichten musst. Aber schauen wir mal, wie das sich noch weiterentwickelt. Ja, jetzt hatten wir gerade eben auch schon das Thema Fans im Stadion.
bislang ja keine Fans im Stadion, beziehungsweise bei den Pokalspielen am Wochenende war ja schon vereinzelt Fans im Stadion und da waren ja schon ganz große Kuriositäten dabei. War das, glaube ich, Magdeburg, wo irgendwie alle Fans gefühlt auf einer Tribüne standen? Ja. Was ich absolut nicht verstehe. Wir hatten ja letzte Woche ja dann schon gesagt, dass die Eintracht den Antrag gestellt hat. Es gab ja dann auch danach die Bestätigung, dass man mit bis zu 6.500 Fans tatsächlich im Stadion dann sein wird am kommenden Samstag im Spiel gegen Bielefeld. Und das haben ja dann auch noch andere Vereine nachgezogen. Beziehungsweise es gab ja jetzt dann, ich glaube gestern war es, die offizielle Info, oder war es heute Morgen, ich weiß es gerade gar nicht mehr, die offizielle Info, dass man ja jetzt eine Art Testphase vereinbart hat für 6 Wochen mit Fans im Stadion, mit einer Auslastung von, ja, auf jeden Fall 1.000 bis maximal 10.000, immer in Abhängigkeit von der Maximalgröße des Stadions, also bis zu 30% maximale Auslastung in Abhängigkeit von Größe des Stadions, aber nicht mehr als 10.000 oder 10.500, irgendwie sowas um den Dreh. Und auch abhängig davon, wie die Infektionszahlen in der Region sind, also in dem Moment, wo man über diese 35 neue Infektionen pro 100.000 Einwohner kommt, dann sind auf jeden Fall keine Fans im Stadion erlaubt. Wenn ich das richtig gelesen habe, hat das dann jetzt quasi als ersten Verein die Würzburger Kickers getroffen, die ja aufgrund der aktuellen Situation am Wochenende definitiv keine Fans im Stadion haben dürfen. Aber für die Eintracht heißt es bis maximal 6.500 Fans am Wochenende im Stadion. Und so wie ich das jetzt heute verstanden habe, sind die wahrscheinlich auch alle mehr oder weniger weg. Also es ist so, dass Dauerkarteninhaber und Inhaberinnen zuerst die Möglichkeit haben, an einer Lotterie teilzunehmen. Also es ist quasi, wird ausgelost, wenn eben mehr als die 6.500 dort sich melden. Wenn es weniger sein sollten, kommen als nächstes die eingetragenen Fanvereine und erst danach gehen Karten in den möglichen freien Verkauf. Finde ich jetzt prinzipiell erstmal eine ganz solide Herangehensweise, da die Dauerkartenbesitzer und Besitzerinnen tatsächlich als erstes ranzulassen. Ich glaube, das wäre auch rechtlich sonst irgendwie ein bisschen schwierig geworden. Ich bin echt mal gespannt zu sehen, wie das ist jetzt mit so Fangruppen im Stadion. Also so richtig weiß ich noch nicht. Ja, es ist halt, wie gesagt, das wird ja nicht das Erlebnis sein, was wir alle kennen. Ja. Aber man hat ja dann schon gesehen, dass so auch ein paar Fans zumindest irgendwas ausmachen. Also es war ja schon doch ein großer Unterschied zu einem ganz stillen Stadion. Aber wie du schon gesagt hast, ich fand halt auch diese Tribünen, die dann irgendwie komplett befüllt waren, sehr befremdlich. Und vor allen Dingen ja auch wirklich, die waren ja auch zum Großteil komplett irgendwie ohne Mund-Nasen-Schutz, was du ja wohl irgendwie an deinem Platz machen kannst. Aber ich glaube auch ernsthaft nicht, dass die Plätze alle so dicht beieinander waren, sonst hätte ich das zumindest irgendwie falsch verstanden. Ja, ich habe es nämlich auch so verstanden, dass du ein sinniges Hygienekonzept erst mal präsentieren musst, damit dir das überhaupt genehmigt wird. Und das kann ja schlecht das Hygienekonzept gewesen sein. Finde ich sehr irritierend, auch wenn die Infektionszahlen und das Geschehen ja überall unterschiedlich ist und wahrscheinlich in Magdeburg bei weitem nicht bei bayerischen Verhältnissen ist zum Beispiel. Aber dennoch, ich meine, die Bundesländer sind ja offen und jeder kann hin und her fahren, wo er will. Das ist halt kein sicheres Ding. Deswegen war mir das, ich fand es ein bisschen komisch, war mir auch ein bisschen mulmig, wenn ich ganz ehrlich bin, dazu zu sehen. Ich bin da vielleicht aber auch, weiß nicht, kann sein, dass andere es anders sehen. Aber ja, die Eintracht hatte ja ein Konzept vorgelegt, dass da schon mehr Abstand ist. Und ich glaube, da werden auch mehrere Tribünen geöffnet sein. Hoffe ich zumindest. Ja, ansonsten, ich finde das, glaube ich, ganz gut. Das ist ja jetzt so in etwa das, was wir gefordert haben, dass jetzt alle erstmal für diesen 6-wöchigen Testbetrieb die gleichen Voraussetzungen haben, einigermaßen, je nach Infektionsgeschehen natürlich. Also muss man ja berücksichtigen, aber es sind halt diese 20% pro Stadion, ja, du abhängig hast halt vom Infektionsgeschehen. Und dann hast du halt, ja, hat halt, ist halt die gleiche Auslastung bei jedem. Du hast halt nicht mehr so diese ganz großen Ausreißer, die du ja nach dem, was wir letzte Woche besprochen haben,
wo du jetzt irgendwie regional in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel ja nur irgendwie 300 gedurft hättest, in Bayern ja gar keine. Also von daher, in Frankfurt waren es, glaube ich, irgendwie 150 die offizielle Regelung. Also von daher ist das schon mehr Gleichheit im Wettbewerb, als es jetzt bisher war, immer noch quasi ein Unterschied, aber ich glaube halt schon, dass einfach ein paar hundert Fans einfach mehr Stimmung machen können als 50 an der Stelle. Also du wirst schon vielleicht noch einen gewissen Unterschied spüren, aber er wird jetzt nicht mehr so groß sein und zumindest was man jetzt so an Stimmen von verschiedenen Fußballspielern gehört haben, freuen die sich ja tatsächlich auch darauf, dass da wieder so eine Art Stimmung im Stadion einfach auch herrscht. Ja, also absolut verständlich auch. Ist ja auch mal wieder schön, so ein bisschen Leben mitzubekommen. Klar, es sind meistens keine organisierten Fangruppen im Stadion, was ja der Stimmung schon sehr zusetzt. Aber ja, immerhin ist irgendwie was los und es freut mich ja auch für die Spieler, dass sie da nicht mehr für gefühlt niemanden spielen, obwohl ja alle vorm Fernsehen sitzen. Das kriegen die halt nicht mit. Ja, weiß nicht. Ich würde mich jetzt wiederholen, wenn ich noch was weiteres dazu sage, weil, wie gesagt, ich werde erstmal nicht hingehen, aber der Ansturm war ja dann scheinbar auch erstmal groß genug und diese 6.500 Tickets bei der Eintracht zumindest haben sich jetzt erstmal verkauft. Und dann wünsche ich denen, die hingehen, viel Spaß auf jeden Fall. Genau. Bin auch ein bisschen neidisch, dass es Leute gibt, die wirklich wieder ins Stadion gehen, auch wenn es nicht das Erlebnis ist, aber irgendwie so ein Stadion von innen zu sehen, ist, glaube ich, auch mal wieder schön. Ich habe heute Nacht davon geträumt, also von dem normalen Stadion. Ich habe davon geträumt, dass so im vollen S- und Straßenbahn hingefahren und dann warst du da auf dem Gelände und bist wieder ins Stadion und ja, da bin ich aufgewacht und das war tatsächlich nicht Realität, aber die Sehnsucht ist mittlerweile schon so weit fortgeschritten. Ja, also von daher, ja, dem schließe ich mich an. Allen viel Spaß, die da hingehen. Passt auf jeden Fall auf euch auf und lest vor allen Dingen die aktuellen Informationen zu den Hygieneregeln, die habe ich mir nämlich vorhin mal durchgelesen. Also klar, mit Erkältungssymptomen zu Hause bleiben. Ich glaube, das sollte irgendwie jedem klar sein. Ihr müsst einen ausgefüllten Gesundheitsfragebogen mitbringen und am Eingangsbereich abgeben. Wenn ihr den nicht dabei habt, dann dürft ihr nicht rein. Es wird, das fand ich wiederum spannend, es wird eine Anreise mit PKW und Fahrrad empfohlen und man soll auch quasi sich an diese Empfehlungen der Eingangs- und Eingangszeitfenster auf dem Ticket halten, aber es ist nur eine Empfehlung, also es ist jetzt keine feste Vorgabe. Und über das Tragen von einem Mund-Nasen-Schutz haben wir schon gesprochen und da gibt es auch noch eine Ergänzung. Schlauchschals, also diese, wie man sie von der Eintracht zum Beispiel kennt, wo ja auch der liebe Freddy Bobic des Öfteren mit abgelichtet wurde, so diese Schlauchschals, die du hochziehen kannst, die erfüllen die gleiche Anforderung wie eine Mund-Nasen-Schutzmaske. Ein normaler Schal, ein Tuch, eine andere Abdeckung oder auch diese Face Shields, die ich ja sowieso, also ich persönlich finde sie total useless, aber okay, die hingegen nicht, also die reichen nicht aus, wenn ihr mit denen da am Eingangstor steht, werden sie euch wahrscheinlich auch nicht reinlassen. Also von daher lohnt es sich tatsächlich dort nochmal einen genauen Blick auf die Vorgaben zu werfen, falls ihr die nicht sowieso schon, wovon ich ausgehe, mit dem Ticket, sofern ihr eins in der Lotterie bekommen habt, sie euch die wahrscheinlich irgendwie 3 bis 15 Mal zuschicken, damit ihr die auch hier lest. Also guckt da auf jeden Fall nochmal rein, bevor ihr ins Stadion geht. Und wir freuen uns auf jeden Fall auch über Feedback danach, wie es denn für euch so im Stadion war. Das würde mich tatsächlich sehr interessieren, was das so für ein Erlebnis ist. Ich persönlich stelle es mir schwierig vor und werde auch nach wie vor erstmal nicht hingehen, aber mich würde auf jeden Fall mal interessieren, wie denn so euer Eindruck dann ist, wenn ihr dort vor Ort wart. Ja, mich auch. Ja, also wer uns da ein bisschen Input schicken mag für die nächste Folge, der sei hiermit herzlich eingeladen. Und dann reden wir nächste Woche dann da nochmal drüber und gegen Hoffenheim dürfen wir dann auch mit 10.300, wenn ich das richtig gelesen habe, weil das ja dann an der entsprechenden prozentualen Auslastung dranhängt.
Jetzt waren wir gerade eben schon bei dem Thema Fans gegen Bielefeld. Jetzt müssen wir natürlich auch nochmal über das Thema Spieler gegen Bielefeld reden. Du hattest es vorhin schon angedeutet. Es wird aufstellungstechnisch auch wieder ein bisschen interessant. Kostic darf ja hier jetzt wieder auflaufen. Der war ja nur für den Pokal gesperrt und ist somit ja hier wieder spielberechtigt und darf auf links wieder auflaufen. Und dann kommt schon gleich der nächste Downer. Ndicka fällt gleich mehrere Wochen aus, weil er eine Läsion im Syndesmoseband hat, was er sich im Spiel gegen 1860 zugezogen hat. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es durch einen Zweikampf war oder wodurch ausgelöst, aber allein die Aussage, dass Ndicka, den wir vorhin drüber gesprochen, als eine wichtige Position in der Innenverteidigung sehen, gleich für mehrere Wochen ausfällt. Das war dann schon wieder der Moment, wo mein Kopf leicht auf den Tisch geknallt ist. Ja, das war auch der Moment, wo ich mir dachte, ja, toll. Also es war, kam ja gestern irgendwie die Meldung und ich saß in der Schulung und habe so ein bisschen die News durchgecheckt und sehe nur, Paciencia jetzt freigestellt und ist wohl zu Verhandlungen schon. Und dann sehe ich, Ndicka ist verletzt und dann sehe ich, Paciencia ist jetzt weg. Und ich dachte mir so, okay, könnt ihr aufhören mit den schlechten Nachrichten und mir auch irgendwie mal irgendwas Positives geben, woran ich mich festhalten kann. Das war schon sehr bitter. Vor allem, es tut mir auch so leid für ihn einfach, weil der wird halt jetzt wieder komplett aus diesem Flow gerissen. Ja. Und ist halt jetzt, wie gesagt, auf dem Weg, den wir auch alle von ihm erwarten, so diesen nächsten Schritt zu machen. Und dann wirst du halt wieder gestoppt durch so eine Verletzung. Und dann musst du wieder Aufbautraining und dann musst du wieder ins Team finden. Und ja, das ist schon echt sehr ätzend und auch für unsere Abwehr jetzt nicht besonders zuträglich. Also, ja, und ist halt schon einer unserer besten Abwehrspieler. Genau. Und wie wir ja vorhin festgestellt haben, wir haben auch da eher so ein paar Wundertüten und auch auf längere Sicht gesehen, da auch eher so ein bisschen Nachholbedarf plus den Faktor, dass Ndicka ja dann auch derjenige wäre, der im Zweifelsfall, wenn wir mit einer Viererkette spielen, wahrscheinlich auch diesen Linksverteidigerposten irgendwie dann wahrnehmen würde, weil ne, Zuber will ja nicht und so. Und wenn Willems dann jetzt auch weg ist, hättest du da halt auch wieder irgendwie keinen. Also es ist halt alles irgendwie so, man hat sich eigentlich gerade drauf gefreut, dass das alles schön ist, dass wir keine Verletzten haben und dass das alles so, ach ja, Pokal gewonnen, erstes Spiel, Fans, es könnte halt echt irgendwie geil sein. Und dann kommt sowas und dann schreibt der Leon jetzt auch noch im Chat gerade rein, Durm ist ja noch da. Naja, hervorragend. Vielen Dank für diese aufmunternden Worte, die hättest du dir auch echt sparen können. Mann. Vielleicht kommt aber jetzt ein großer Durchbruch. So, wir wissen es ja nicht. Ja, ja, ich sehe es. Ich sehe es kommen. Spieler der Saison bei Eintracht Frankfurt, Durm, Chor und Dost. Ja, also bei Chor, ganz ehrlich, die Bold Prediction würde ich vielleicht sogar gehen, dass der sich macht. Also, ja. Keine Ahnung. Ist halt wirklich für die Abwehr. Also es, ganz ehrlich, es kotzt mich auch ein bisschen an. Das hätte jetzt nicht sein müssen. Ich hätte gerne einen Saisonstart gehabt, wo ich sage, hey, unsere Abwehr steht. Wir haben Ndicka, wir haben Hinti, wir haben dazu irgendwie Abraham. Keine Ahnung, wir haben eine gute Abwehr. So ist es jetzt halt wieder, ja, wie planen wir, wer spielt und keine Ahnung, wie weit. Da ist auch schon wieder die Frage, wenn du jetzt keinen Innenverteidiger holst und du dann immer überlegst, wenn sich jemand verletzt, wie weit ist Tuta? Weil er wurde ja gelobt von Hütter, aber ich weiß es halt nicht. Tatsächlich, ob der jetzt so weit ist. Man kriegt ja nichts mit so wirklich. Ja, ja. Das wird sich dann halt wahrscheinlich auch erstmal über die Saison zeigen, ob der überhaupt eine Rolle spielt. Wenn ja, was für eine Rolle. Es wäre halt für Tuta halt auch echt geil gewesen, weil ich auch da so ein bisschen die Hoffnung habe, dass der tatsächlich auch so diese Zündung dann da irgendwie hinlegt. Es wäre halt geil gewesen zu sagen, du hast so drei Stamminnenverteidiger mit Hinteregger, Abraham, Ndicka. Du hast einen Hasebe noch mit dabei. Tuta kann da ganz langsam rangeführt werden, hat viele erfahrene Innenverteidiger, von denen er viel lernen kann, hat immer mal wieder die Möglichkeit, irgendwie reinzukommen, aber du hast halt nicht diesen Druck auf ihm. Ja, vielleicht zündet er ja auch, wenn er ins kalte Wasser geworfen wird. Wer weiß das schon. Ja, das weiß der ja nicht, das ist richtig. Jetzt
für Käse, mehrere Wochen ist halt auch wieder so ein typischer Eintracht-Begriff. So, ja, mehrere Wochen können 3 sein, können auch 9 sein, keine Ahnung. Ach, jetzt macht auch die Nummer nicht auf. Die hatte ich ernsthaft verdrängt, dass da sowas ist und hatte jetzt so in meinem Kopf mit so 3 bis 4 kalkuliert und du machst jetzt hier den typischen Basti und Dennis Pessimismus und sagst, mehrere Wochen hast du auch nach 3 Monaten noch. Ja, das ist halt, das war so mein erster Gedanke, als ich gelesen habe, mehrere Wochen. Dann dachte ich mir, ja gut, Leute, was sind denn mehrere Wochen? Das ist halt auch immer, natürlich, ich verstehe es, du kennst den Heilungsprozess nicht, du weißt, du kannst jetzt nicht, du willst keine Prognose geben und am Ende musst du es irgendwie noch aufstocken, aber mehrere Wochen, so für einen Fan ist das schon so zu lesen, ja, nicht so nett zu lesen. Ja, 320 Tage, Minimum. Ja, aber am großartig. Ende ja. Vielen Dank. Und dann ist halt das Problem, dass du jetzt überlegst, wie lange musst du die Zeit denn überbrücken? Wann steht er uns denn wieder zur Verfügung? Und natürlich sehe ich da erstmal Hasebe, weil ich mir denke, okay, gut, er hat seinen Vertrag verlängert, der war verlässlich, auch wenn er jetzt zuletzt immer mal ein paar Schnitzer drin hatte, trotzdem absolut solider Innenverteidiger. Ja, vor allem wenn der Dreierkette, wenn du ihn halt in die Mitte stellst, kann er es weiterhin gut mit seinem guten Auge machen und sagen wir mal, das macht er die ersten 2, 3 Spiele. So viele wird er ja wohl auch, so fit genug ist er dafür. Da mache ich mir dann erstmal keine Gedanken, aber wie gesagt, ich weiß halt nicht, wie lange sich das zieht und wie lange man das in der Art und Weise mit seiner recht alten Abwehr so dann überbrücken kann. Ja. Ja, also das ist ernsthaft jetzt so ein bisschen diese Wundertüte. Ich hoffe, dass das einfach mehrere Wochen, vielleicht maximal 2, 3 Wochen sind und ein Dicker dann zurückkommt und wenig Trainingsrückstand dann tatsächlich hat und das alles sich nicht so ewig in die Länge zieht. Das ist jetzt bitte so mein Wunsch, wenn ich einen verfrühten Weihnachtswunsch äußern darf, dann wäre es bitte der. Ja, ja, tatsächlich. Also Herr Weihnachtsmann, wenn Sie das hören, tun Sie was. Aber lass uns doch mal gucken auf das Thema Bielefeld. Was ist denn so deine Erwartungshaltung, Hoffnung, Glaube, wie auch immer du es nennen magst, für dieses Bielefeld-Spiel am Wochenende? Das Ding ist, ich habe noch keine richtigen Erwartungen, weil ich nicht weiß, was mich erwartet so wirklich. Ich habe so ein gemischtes Gefühl. Es ist halt, also einerseits sollte man sich ja freuen, so hey, ganz geiler Gegner, ist ein Aufsteiger und du hast die Chance, mit 3 Punkten in die Saison zu gehen. Ja. Wenn du das von der anderen Seite betrachtest, ist halt dieses Ding, ja, wenn du es aber halt nicht gewinnst, dann ist halt, okay, du hast den Aufsteiger nicht geschlagen, du startest direkt mit 0 Punkten gegen einen Gegner, wo du eigentlich mit 3 Punkten so rechnen müsstest. Ja. Und dann bist du auch schon direkt so ein bisschen unter Druck, dann hast du am 2. Spieltag halt die Hertha, was auch wieder so ein Ding ist, die Spiele gegen Hertha sind nie besonders, ja, toll. Da würde ich dann halt, dann kippt's schon wieder nach einem Spieltag, da habe ich auch nicht so Bock drauf. Also, okay, es kippt nicht. Man kann dann halt weiterhin 3 Punkte holen am 2. Spieltag, alles gut. Aber halt so stimmungsmäßig, gefühlsmäßig hat man dann halt schon wieder dieses, oh, jetzt muss man aber, weil sonst startet man schlecht. Und ein schlechter Start bedeutet irgendwie gleich auch eine schwierigere Saison. Und das will ja keiner. Ja. Deshalb habe ich so ein bisschen gemischt. Also einerseits freue ich mich und wünsche mir auch, dass wir da solide einfach unser Erstliga-Ding durchziehen gegen den Aufsteiger und sagen, hey, wir sind hier etabliert, ihr seid neu, ihr seid jetzt da, freut uns, aber ne, wir haben die Punkte. Hab aber auch ein bisschen Angst. Wobei Bielefeld ja jetzt zumindest im Pokal auch nicht so geglänzt hat. Meine Hoffnungen, die sind auch noch nicht so drin. Mal sehen. Also ich freue mich, aber ich habe auch ein bisschen Angst. So. Ja, ich bin da tatsächlich sehr ähnlich, was meine Gefühlswelt bei dem Ding angeht. Ich glaube, Basti hatte es bei Fußball 2000 gesagt und als ich vorhin den Text für Spiegel Online angefangen habe zu schreiben, kurze Seitenempfehlung, ihr könnt uns ab diesem Spieltag oder ja, dann ab Saison auf dem offiziellen Saisonstart auch wieder freitags immer bei Spiegel Online die Fan-Experten-Prognosen für die Spiele lesen, da sind wir wieder mit dabei. Vielen Dank dafür, dass wir da mitmachen dürfen. Hatte ich auch reingeschrieben in diesen Text, dass eigentlich alles außer einem Sieg automatisch eine Niederlage ist, weil es ist halt nun mal ein Aufsteiger. Ja? Klar sind die motiviert, aber alles andere als ein Sieg
führt dich unweigerlich irgendwie in allem nur nach unten. Also es bringt überhaupt nichts. Du musst das Ding einfach gewinnen. Du kannst am Ende noch so ein bisschen drüber diskutieren, ob das jetzt irgendwie so ein dreckiger Arbeitssieg 1-0, 2-1 oder irgendwas ist. Oder ob das halt so ein Glanzding mit 3-4, 5-0 ist. Wobei man ja noch die Frage stellen kann, spielen wir tatsächlich irgendwie zu 0? Im Chat wird gerade eben schon heftig diskutiert, ob wir zu 0 spielen oder ob wir es mal wieder nicht schaffen, zu 0 zu spielen. Aber du musst halt einfach gewinnen. Also daran führt kein Weg dran vorbei, unabhängig davon, wer danach der Gegner ist. Aber wenn du zum Saisonauftakt, das sind alle Spieler erholt, du hast eigentlich keine großen Verletzungen. Klar sind die motiviert, aber das musst du trotzdem solide runterspielen und diese drei Punkte halt einfach einkassieren. Alles andere ist echt eine Schmach. Ja, das stimmt. Deswegen, ja. Das ist halt so das Ding, aber klar, man will ja auch nicht, es ist auch schon wieder so, als würde man sich beschweren, dass man Bielefeld als Gegner hat, wenn man sagt, oh ja, wir müssen jetzt gewinnen, sonst ist scheiße. Nee, dir fehlen, halt, die fehlen ja, halt danach die Ausreden. Wenn du halt im ersten Spiel gegen die Bayern spielst, wo du sagst von wegen, ja, okay, die haben halt einfach mal mit der C-Mannschaft gespielt, die immer noch irgendwie einen höheren Etat hat als wir. Oder sagst von wegen, die haben halt einen Lewandowski, der schießt halt immer drei Tore, oder hier in Alfonso Davins, bis du da irgendwie angefangen hast zu überlegen, ob du sprinten willst, ist der schon weg. Also da hast du ja genügend Ausreden, die du irgendwie hast. Was hast du denn für eine Ausrede gegen Bielefeld? Hast du einen Zehennagel eingewachsen oder was? Also das funktioniert man ja nicht. Man will halt immer irgendwie versuchen, sich da rauszureden und nicht irgendwie das Team oder was weiß ich was in Frage zu stellen, weil du dann direkt so Flashbacks auf irgendwelche schlimmen Saisons bekommst. Und das willst du ja verhindern, vor allem am ersten Spieltag. Ja, aber müssen wir uns, also Ausreden brauchen wir doch nicht. Also sind wir doch mal ehrlich. Nee. Wir sind fucking Frankfurt, wir haben 2 Jahre in Folge in der Euroleague gespielt. Ja, wir haben echt gute Leistungen abgeliefert. Also bitte, ja. Man muss jetzt auch tatsächlich, auch als Fan, wollen wir jetzt mal nicht zu viel Angst vor einem Aufsteiger haben. Also es ist ja dann, irgendwie manchmal kommt es mir dann auch, ich komme mir dann selbst lächerlich vor, wenn ich mir ein bisschen zuhöre. Aber es ist halt da. Aber gut, wir schaffen es schon, sagen wir mal so. Wir kriegen das schon hin, weil wir müssen. Und es ist auch das, was man jetzt, also man darf ja auch mal Erwartungen stellen an eine Mannschaft. Und das ist ja jetzt keine hohe Erwartung, zu sagen, hey, den Aufsteiger, ne, zu Hause, auch wenn nicht viele Fans da sind, aber es sind immerhin mal wieder ein paar da, auch nicht zu unterschätzen, machst du halt mal weg. Machst du halt mal weg, genau. Dann müssen wir jetzt reden über das Thema Aufstellung, natürlich. Und da wird es jetzt spannend. Mit was für einem System würdest du denn spielen? Ja, ich überlege halt gerade, ob wir einfach auf die Dreierkette, Fünferkette, wie auch immer gehen. Ja, also so wenn ein Dieter ausfällt. Ja. Weil also hier 4-4-2, glaube ich, ist erstmal in weiter Ferne. Wenn wir keinen Linksverteidiger haben. Da fängt es ja schon an. Ja, noch ist Willems ja da. Ja, okay, aber ich glaube, ich weiß nicht, wenn er schon und Zuber. On my way twittert, weiß er halt nicht. Ja, okay, Zuber will nicht, aber Zuber vielleicht will. Ja, muss er noch, ja einfach. Hast du immer noch Durm? Ja, hast du ja Durm. Ja, nee, ich glaube, ich weiß nicht. Wir können ja mal erstmal unser Comfort-Ding durchziehen. So. Sollen wir mal ganz, ganz falsch rum einfach mal mit den Stürmern anfangen? Ja, okay. Das ist Silverdost. Silverdost. Ich glaube, da braucht man nicht lange diskutieren. Nach der Nummer im Pokal Silverdost. So. Dann wird es jetzt schon spannend. Dahinter 10er Kamada, oder? Kamada, ja. Er jetzt verlängert. Der will ja jetzt auch sich jetzt mal zeigen jetzt. Der will sich jetzt nochmal zeigen. So, und dann jetzt Mittelfeld. Auf den Außen. Achso, okay, auf den Außen. Ich dachte, du dahinter. Okay, auf den Außen Kostic ist schon mal gesetzt. Was machst du auf der anderen Seite? Ja, da komme ich schon ins Grübeln ein bisschen, weil, naja, da Costa, die Flanken waren jetzt gegen München nicht so gut, aber was machst du? Was machst du? Chandler, da Costa halt, würde ich sagen. Ist eigentlich so das Naheliegendste an der Stelle. Ich glaube, Zuber kann nicht auf rechts spielen, ne? Ich weiß tatsächlich gar nicht. Ich dachte, der ist so ein Allrounder, was das angeht. Ja, aber tatsächlich glaube ich eher so links bis maximal Mitte.
Das ist so das, was war ja unser Kostic-Backup, ne? Der ist Kostic-Backup, der kann aber auch so Achter, Zehner spielen oder Linksverteidiger, ja, was er ja irgendwie nicht will. Aber ich glaube, so richtig irgendwie jetzt auf rechts ist der jetzt ja, nicht gut, so. Ja gut, dann wäre es ja auch logisch zu sagen, Da Costa fühlt sich halt auf rechts wohl. Ja. Du setzt ihm ja jetzt keinen Zuber vor die Nase, der sich nicht wohlfühlt rechts. Also ja. War auch schon ein bisschen frech. Wäre auch so ein bisschen sinnfrei an der Stelle, genau. Also sagen wir Da Costa rechts, so, dann wird es jetzt spannend in der Mitte. Ja, Rode, würde ich sagen. Und ja, jetzt die Frage. So, Chor. Schwierig. Ich kann halt auch tatsächlich nicht so wirklich einschätzen, was wir für Spielertypen gegen Bielefeld brauchen. Wobei ich überlege, so gegen einen Aufsteiger, weiß nicht, ist es der typische Aufsteiger? Mauern die viel? Werden die sich hinten reinstellen? Oder sind das diese Aufsteiger, die sagen, wir sind jetzt da und wir stürmen drauf los? Weil die gibt es ja auch immer, diese, die so übereuphorisch kommen. Was ist das für ein Aufsteiger? Ich habe mich absolut nicht damit beschäftigt tatsächlich und danach könnte man ja auch so ein bisschen die Spieler auswählen. Ja, ist hier so ein bisschen schwierig. Weil Chor ist ja schon ein großer Unterschied. Das ist ein großer Unterschied. Das ist halt auch eher die Frage, was willst du halt haben? Willst du halt wirklich jemanden haben, der halt auch einfach mal irgendwie dahin geht, wo es weh tut? Und den halt einfach auch so ein bisschen auf die Füße tritt? Aber halt auch mal irgendwie so... Ich glaube, das ist halt mit Chor... Ich war bisher kein großer Fan, aber ich fand, der hat sich schon echt ganz gut gemacht. Auch gegen 1860 gab es so einige Szenen, die ich gar nicht so schlecht fand, die ich gesehen habe. Deswegen glaube ich, würde ich ihm sogar die Chance geben, weil ich mir auch denke, okay, du hast da einen, der den Leuten auf die Füße tritt. Was heißt, er macht schon mal klar, hey, wir sind hier zu Hause, wir sind hier der Boss. Ihr braucht erstmal gar nicht anlaufen, weil dann müsst ihr erstmal an mir vorbei. Schon mal ein gutes Statement und hin und wieder macht er ja auch ganz gute Pässe und so. Also ich würde, glaube ich, sogar mit Chor gehen. Okay, du sagst Chor. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber... Ich wäre tatsächlich von meiner Logik her, und vielleicht merkt man da, dass ich mich in der letzten Zeit einfach zu viel mit diesem blöden Football-Manager-Spielen beschäftigt habe, ich wäre tatsächlich an der Stelle eher Team So, weil ich glaube, dass du halt jemanden brauchst, der so ein bisschen den Ball nach vorne bringt. Also du hast mit Rode, finde ich, jemanden, der durchaus Bälle erobern kann und aus der Tiefe auch so ein Spiel eröffnen kann. Und dann wäre mir daneben tatsächlich an der Stelle jetzt für Bielefeld jemand, der so eher dieser Box-to-Box-Spieler ist und den Ball dann nach vorne bringt, damit sich die drei da vorne plus vielleicht die Außen tatsächlich irgendwie auf das Thema Offensive und wie komme ich in diesen Dreckstrafraum rein konzentrieren können, weil ich schon so das Gefühl habe nach dem Pokal, dass die jetzt nicht mit voller Offensive da hantieren werden, sondern eher so, wir gucken mal, dass wir hinten den Laden dicht halten und ob wir irgendwie so ein bisschen Konter spielen können. Da wäre jetzt tatsächlich eher dann So meine erste Wahl, aber es ist jetzt auch erstmal nur Vermutung von auf dem Papier. Das ist alles kann, nix muss, ne? Ja, geht mir ähnlich. Also ich bin da auch jetzt nicht, also ich bin jetzt nicht 100% Chor, auf keinen Fall So. Es ist so eine Tendenz zu Chor, aber ich weiß auch nicht warum. Das war mehr so ein Bauchgefühl. Einfach weil So ist halt wirklich tatsächlich, wie du gesagt hast, wurde ja auch dafür geholt, dieser Verbindungsspieler zu sein. Ja. Hat es halt bisher jetzt noch nicht zu 100% bewiesen. Aber klar, man gibt ihm ja weiterhin Chancen. Also von mir aus können wir auch So aufstellen, weil ich bin da wirklich tatsächlich irgendwie fast 50-50, keine Ahnung. Am Ende ist es wahrscheinlich so ein Ding, dass du einfach mal die ersten 20 Minuten abwarten musst, genau, und dann sehen musst, okay, war die Entscheidung jetzt die richtige oder muss ich in der Halbzeit wechseln? Da wirst du auch bei beiden jetzt nichts falsch machen. Also das kannst du sowohl in der einen Konstellation zu Beginn als auch in der anderen bringen und dann halt irgendwie anpassen. Ich bin mal gespannt. Eben. Ja. Also Rode ist halt dieser Fixpunkt, wo wir sagen, gut, den haben wir, der ist unsere Achse so. Wenn du daneben stellst, ist jetzt, glaube ich, nicht irrelevant, aber es ist erstmal, sagen wir, flexibel. Ja, also Rode hat man ja auch am Wochenende wieder gesehen gegen 1860, wie wichtig der einfach ist, im Spielaufbau sich hinten in die Dreierkette fallen zu lassen,
das Spiel von hinten zu eröffnen und damit auch so Spielern wie einem Hinteregger, der auch einen gewissen Drang mal nach vorne hat, auch diese Möglichkeit zu geben, weil du halt einfach weißt, okay, er ist da hinten. Also von daher einfach unwahrscheinlich wichtig an der Stelle. Ja, okay, dann machen wir, komm, dann machen wir links Kostic, dann Rode und So und Da Costa auf die Außen, auf die Rechte, oder? Dann machen wir das so und dann kommen wir damit zur, zur Dreierkette, die ja dann noch übrig bleibt und die stellt sich ja dann quasi von alleine auf. Dadurch sind die ja, wie wir schon gesagt haben, verletzt ist, dann hast du ja als naheliegendste erste Abwehr Reihe oder Aufstellung nur noch Hinteregger, Hasebe, Abraham. Ja. Alles andere. Ja, Touré wäre ja eher so ein Außending. Touré ist auch so irgendwie dieser Viererkette-Spieler, finde ich. Weiß nicht. Ja, oder außen. Solange jetzt alle drei dort verfügbar sind, würde ich ihn halt auch nicht bringen. Also wenn, dann würde ich ihn tatsächlich in so einer Dreierkette dann eher nach auf den rechten Innenverteidiger quasi setzen. Aber solange jetzt ein Hinteregger für links und Abraham da ist und du einen Hasebe hast, der jetzt auch irgendwie sagt, von wegen, ja, 90 Minuten laufe ich, ist das auch alles irgendwie gut. Und du hast, wie du schon gesagt hast, mit Hasebe einen, der die Übersicht hat. Auch gerade, wenn du so einen Gegner hast wie Bielefeld, die vielleicht über so einen Konter kommen, wenn du da hinten einen Spieler hast, der einfach weiß, ah ja, alles klar, der läuft jetzt da, der kommt in 2 Minuten hier an, ich stelle mich schon mal dahin. Ist es ja auch viel wert und du hast halt auch wieder einen, der so ein Spiel lesen kann und halt auch mal so eine Eröffnung irgendwie machen kann neben Rode. Also der wäre mir halt einfach an der Stelle auch wichtig. Ja, tatsächlich auch unsere Stammabwehr letzte Saison gewesen. Also du hast halt Hasebe, Hinti und Abraham, da kannst du jetzt nicht viel falsch machen. Hat sich bewährt, ist halt wie gesagt die Abwehr, die wir in Zukunft irgendwie abändern und umstellen müssen, aber jetzt erstmal für, wenn du weißt, ein Dika ist verletzt, kannst du, glaube ich, gar nicht falsch damit gehen. Ja, aber das ist dann halt genau der Punkt, den du gerade angesprochen hast. Es ist unsere erste Elf momentan oder unsere erste Abwehrreihe, aber wenn du sie dir halt anguckst, weißt du halt, dass da zwei dabei sind, die halt entweder quasi aus dem Verein raus sind perspektivisch oder halt einfach ein enormes Spielalter haben, nennen wir es mal so. Und das kann es halt auf Dauer nicht sein. Also wir verlassen uns einfach in unserer Aufstellung jetzt gerade so sehr darauf, dass die beiden alten Hasen, und ich meine das jetzt echt nicht despektierlich, sondern mit hoher Ehrfurcht, dass die einfach so wichtig sind für unser Spiel. Und dann guckst du nach vorne und denkst so, boah, da kommen Zeiten, da sind die nicht mehr da und die Zeiten sind gar nicht so weit weg. Ja, man kriegt schon so ein bisschen ein ungutes Gefühl, aber ja, was sollen wir machen? Irgendwie, ich bin mir ja ziemlich sicher, das sieht ja jeder quasi, dass das nicht mehr auf Dauer geht und die Eintracht wird da schon handeln, hoffe ich jetzt auch bald. Das mit Ndika ist jetzt halt bitter, aber auch nicht, also es ist jetzt auch noch keine Botschaft gewesen, hey, da fällt uns jetzt eine ganze Saison aus, also deswegen erstmal für den Saisonauftakt so eine sichere Abwehrreihe. Ja. Die sind ja jetzt auch nicht umsonst noch da. Hasebe hat nicht umsonst verlängert. Ein paar Spiele soll und will er machen. Und Abraham ist jetzt eher, ja, bis Winter ist er halt da und dann kann man ihn auch einsetzen. Vollkommen in Ordnung. So muss halt nur gucken, dass wir dahinter was aufbauen. Ja. Das nehme ich jetzt mal so als Wort zum Donnerstag mit. Ja, und Tor hat sich ja von selbst geklärt. Korrekt. Das ist herzlichen Trapp. Glückwunsch, Kevin Trapp. Ja. Ist auch quasi irgendwie alternativlos an der Stelle. Was ist denn dein Tipp? Ja, das Ding ist, so ein bisschen Arbeitssieggefühle habe ich schon wieder. Mhm. Aber ich vermisse so ein bisschen Marvin Wendel hier und deswegen sage ich jetzt, wir gewinnen 3-0. Okay. Weil irgendjemand muss es ja tun. Okay. Du sagst 3-0. Ich brauche Hilfe bei meinem Ergebnistipp von dir. Sagst du, DOS trifft? Ja. Okay, dann sag ich 5-0. Ja, okay, dann warst doch du der Marvin-Ersatz heute. Genau, Tore von Dost, Silva, Kamada, Kostic und Hinteregger mit einem Kopfball nach Ecke oder Freistoß, das weiß ich noch nicht genau. Wow, okay, unterschreibe ich. Das wäre so,
Wir können uns noch darüber streiten, ob die jetzt alle in einer Halbzeit fallen oder ob wir, weiß ich nicht, das über die 90 Minuten verteilen, das können wir uns dann noch überlegen. Ja, aber wenn, dann jetzt bitte hier einmal loslegen. Und Leon schreibt im Chat, er will mich zum Dost-Fan machen. Da musst du dich sehr anstrengen, Freundchen. Da musst du dich sehr anstrengen. Aber wir können ja mal gucken, vielleicht wird ja noch was draus. Aber aufs Trikot kommt er trotzdem nicht. So. Dann würde ich sagen, sind wir auch schon quasi fast am Ende für diese Woche. Obligatorische Frage, hast du einen Dummschwätzer der Woche? Da gab es so den einen oder anderen, der sich vielleicht nach vorne getan hat. Ist bei dir einer wirklich durchgekommen und steht jetzt auf der nominierten Liste? Tatsächlich ist gar nicht so viel zu mir durchgedrungen, offenbar. Okay. Kann aber sein, dass wenn du jetzt irgendwas anführst, dass ich sage, ah ja, stimmt, davon habe ich gehört, aber jetzt auf nee. Direkt habe ich jetzt gerade nichts, nee. Also ich habe keinen, weil ich einige schreiben es hier im Chat, Uli Hoeneß im Doppelpass. Ich habe den Doppelpass tatsächlich nicht gesehen. Aber ich auch nicht. Ich habe mich im Nachhinein, geärgert, weil ich ihn gerne gesehen hätte, nachdem ich erfahren habe, dass Max vom Rasenfunk ja da ist und er quasi mit Uli Hoeneß über seinen Podcast über Uli Hoeneß diskutieren kann. Und ich habe nur so ein, zwei Ausschnitte auf YouTube gesehen und fand ernsthaft, Max hat das sehr gut gemacht. Also Max, wenn du das hörst, große Props an dich. Das, was ich gesehen habe, fand ich einen großartigen Ausschnitt, aber ich kann es halt nicht in Gänze beurteilen. Ich meine, gut, man könnte jetzt Uli Hoeneß, kann man immer nominieren, aber wir müssen uns ja nicht auf das Niveau herabbegeben und da ungerechtfertigt irgendwelche Leute benennen. Von daher hätte ich da tatsächlich auch keinen. Ja, wobei er sich ja so ein bisschen hier Richtung Alaba geäußert hatte. Mit dem geldgierigen, wie hat ja er den Berater genannt, geldgierigen Piranha oder sowas? Ja, ja. Was jetzt taktisch vielleicht auch gar nicht so klug war, aber lassen wir das mal so dahingestellt. Habe irgendwie heute schon wieder nebenbei gehört, dass sich da ja jetzt wohl der Berater oder so, von Beraterseite hieß es jetzt, hat wieder gegen Hoeneß geschossen oder irgendwas ist da jetzt. Und ich muss noch nachlesen, weil ich hatte bisher noch kein Popcorn, falls es interessant wird. Aber also ja, auf jeden Fall, das war wieder ein bisschen absurd halt auch. Das aber ist, ja, also, typischer Uli auch. Das ist ein typischer Uli auch. Also ganz ehrlich, anstelle des Beraters würde ich halt auch einfach strikt nicht mehr ans Telefon gehen, wenn sie anrufen. Ja, ja, also klar, Uli ist jetzt nicht mehr in der Funktion, in der er mal war. Aber ne, man weiß ja, dass er sehr eng mit dem Club verbunden ist. Ja. Und wenn er sich dann so äußert, würde ich mir auch denken, ja, okay. Ja, weiß also nicht. Das in der Sonntagsshow da, die sich halb Deutschland anguckt, muss ich mich auch nicht von Uli Hoeneß als geldgieriger Piranha bezeichnen ja, lassen. Ne? Zumal, wie du ja schon sagst, er hat ja eigentlich keinerlei, außer Ehrenlangzeitpräsidents hat er ja auch keinerlei Funktionen mehr in dem Verein. Und dann musst du dir das da irgendwie vorwerfen lassen. Da würde ich halt auch, wenn der FC Bayern dann anruft, eigentlich sagen so, also liebe Leute, ihr lasst euch von dem hier, der nichts mehr zu sagen hat, muss ich mir sowas anhören lassen. Wenn ihr ein Statement rausgebracht habt, dass ihr das für unangebracht haltet, dann können wir hier gerne bitte weiterreden. Wird am Ende auch nicht passieren, weil der natürlich auch weiß, Vertragsverlängerung bringt im Zweifelsfall halt auch mir noch ein bisschen Geld in der Kasse und bevor ich mir den FC Bayern als Kunden irgendwie vergraule, will ich nochmal irgendwie das Konto voll haben. Also, ja, aber es ist schon sehr absurd. Aber tatsächlich auch eher so Kategorie Slapstick als jetzt Kategorie Dummschwätzer der Woche. Ansonsten in der Welt des Sports habe ich gar nicht so viel mitbekommen, was Dummschwätzerpotenzial hätte. Ja. Ich habe einen kleinen Aufreger tatsächlich, und der ist jetzt auch nicht klassifiziert als Dummschwätzer der Woche, aber ich rege mich seit Wochen drüber auf und freue mich tatsächlich, ihn hier loswerden zu können. Ich war vor zwei Wochen, drei Wochen, ich glaube es ist mittlerweile sogar schon drei Wochen her, wir haben die Garage aufgeräumt und habe hier Müll zur Deponie gefahren und wollte dann natürlich, weil ne, ist ja hier Corona und Infektionsschutz und so weiter, mit Karte bezahlen und musste mir dann anhören lassen, ja, wenn Sie hier unter 20 Euro mit Karte zahlen, dann kostet das 25 Cent Gebühr. Und neben diesem Kassenterminal war dann so ein großes Plakat, wo dann irgendwie so groß drüber stand, so, wo waren Ihre Hände heute? Hände waschen. Und ich dachte mir, ich kann euch sagen, wo meine Hände waren. Die waren an eurem fucking Wechselgeld, weil ihr mir für Karte 25 Cent Gebühr abnehmen wollt, weil ich 16 Euro bezahle und nicht 20.
Herzlich willkommen im Entwicklungsland Deutschland. Oh ja, Kartenzahlung in Deutschland, auch ganz schwieriges Thema. Ja, geht überall. Da gehst ja sonst wo irgendwie zum Discounter, Kaugummi, Mehl, 89 Cent, Karte, kein Problem. Guckt dich keiner komisch an. Aber bei sowas fangen sie dann auch an, die geldgierigen Piranhas. Um es mal mit Ullis Worten zu sagen. Um es mal mit Worten eines erfahrenen, eines weisen, erfahrenen Lebemanns zu sagen. Genau. Ja, tatsächlich. Ja. Gut, dann kategorieren wir, oder dann lassen wir jetzt die große Kategorie zum Dummschwätzer der Woche aus. Ich habe eine kleine Empfehlung, dann machen wir doch vielleicht damit mal weiter. Ich hau mal hier noch den Jingle für die Empfehlungen raus. Der ist exakt, wo ist der denn? Da ist der. Und jetzt kommen die Empfehlungen von und mit René, Basti, Marvin und Dennis. Ja, und irgendwie müssen wir die liebe Patricia noch in diesen Jingle da reinmogeln. Aber das ist tatsächlich eine Aufgabe für später. Ja, meine Empfehlung ist ein Artikel, genauer gesagt eine Abstimmung, die bei den Kollegen vom Millanton stattfindet. Und zwar gibt es dort eine Abstimmung zum Grand Prix der Vereinslieder. Und zwar jetzt aktuell für die erste Liga. Zweite Liga und dritte Liga sind schon gelaufen. Und jetzt wird quasi abgestimmt für die erste Liga. Natürlich gibt es dort für jeden Club der ersten Liga ein Vereinslied. Und dreimal dürft ihr raten, wer das Lied für die Eintracht beigesteuert hat oder ausgesucht hat. Trommelwirbel, natürlich wir. Ne? Und zwar, wie sollte es auch anders sein? War absolut logisch. Tankard, Schwarz-Weiß wie Schnee, war einfach die logischste Nominierung, die wir dort ins Rennen schicken konnten. Ja, und jetzt geht es quasi für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, darum, dort abzustimmen. Und zwar habt ihr Zeit bis zum, lass mich nachgucken, ich glaube, es war der 20. Ja, 20. September, 23.59 Uhr. Danach wird die Abstimmung geschlossen. Ihr findet ganz am Ende des Artikels, das ist ein ewig langer Artikel, wo ihr zu jedem Song, falls ihr euch die tatsächlich anhören wollt, ein YouTube-Video verlinkt findet und euch da die Songs nochmal anhören könnt. Und ganz unten am Ende, ganz unscheinbar, ist ein kleiner Link und da könnt ihr abstimmen und ihr habt quasi drei Stimmen. Nämlich Platz 1, 2 und 3, wofür dann 12 Punkte für den ersten, 10 Punkte für den zweiten Platz und 8 Punkte für den dritten Platz vergeben werden. Und am Ende kommen dann die Top 8 der ersten Liga gemeinsam mit dem Top 8 der zweiten Liga und Top 8 der dritten Liga in das Finalturnier, wo dann die 24 Songs gegeneinander antreten und zwar Anfang Oktober. Ja, also wenn ihr da draußen, und das will ich ja sehr schwer hoffen, hier für Tankard stimmt, dann habt ihr bis zum 20. September 23.59 Uhr Zeit. Ich habe jetzt noch nicht rausgefunden, das könnte unser kleines Geheimnis bleiben, ob man da mehrfach abstimmen kann, wenn sich die IP irgendwann zwischendrin ändert. Probiert das mal aus. Ja. Genau, also das ist meine Empfehlung, dahingehen, abstimmen, vielleicht wollt ihr euch den ein oder anderen Song noch anhören oder euch die Liste der zweiten und dritten Liga tatsächlich dann auch noch anschauen, anhören, habt ihr ja auch noch ein bisschen Zeit. Und ansonsten sind die Kollegen von Millanton natürlich immer zu empfehlen. Ja, mach das mal, ich mach das auch. Sehr tatsächlich, schön. Wusste ich nämlich noch nicht so viel von und bin sehr gespannt, wer das Rennen macht. Und ich bin auch ein bisschen sauer, wenn es nicht die Eintracht macht, aber nur ein bisschen. Oder ein bisschen mehr. Ja? Also für jeden, der nicht für die Eintracht abstimmt, zu dem kommt Patricia persönlich nach Hause und zieht euch die Ohren lang. Ja, das will ja keiner, kann ja keiner wollen. Das kann keiner wollen, genau. Abstimmen. Ja, wisst ja, wie der Hase läuft. Ne? Hast du dir noch was, was du empfehlen wollen würdest? Auch das nicht. Ich glaube, ich hatte noch nie eine Empfehlung, seit ich hier bin. Sollte mir vielleicht mal was überlegen. Genau, dann ist es deine Hausaufgabe für nächste Woche, dir eine Empfehlung auszudenken. Eure Hausaufgabe, liebe Hörerinnen und Hörer, ist natürlich neben der großen Vorfreude auf ein Fußballwochenende und das Anfeuern der Eintracht vor dem heimischen Fernseher oder im Stadion, wenn ihr zu den glücklichen Menschen gehört, die eine Karte bekommen haben, das zu tun und natürlich bis nächste Woche abzustimmen. In der Hoffnung, dass dann nächste Woche auch
wieder der Marvin, der Basti und der Dennis hier mit dabei sind. Und wir dann über einen hoffentlich sehr erfolgreichen Heimsieg sprechen können, Erfahrungen von euch haben, wie das Stadionerlebnis war und uns noch ganz viele andere spannende Dinge einfallen, über die wir reden können. Aber bis dahin würde ich sagen, entlassen wir euch jetzt erstmal in den Rest der Woche, wünschen euch ein wunderschönes Fußballwochenende und sagen tschüss, bis nächste Woche. Tschüss. Hey! 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 Hey!